Am Jahrestag der Bombardierung von Dresden gibt es die gleiche Diskussion. Sind die Gedenkveranstaltungen notwendige Trauer um die Opfer oder wird ein geschichtsvergessener Heldenmythos kreiert? Auch am gestrigen Sonntag war es nicht anders. Wie die Stadt an der Elbe die Wiederkehr ihrer Vernichtung beging, erfahren Sie in kompakter Tag am 14. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige unserer Themen. 77 Jahre Bombennacht. Dresden trauert, die Antifa hetzt. Gender 2030. Die UNO will mehr Tempo. Bundespräsident. Freddy Ritschl fragt, wer ist eigentlich Frank-Walter Steinmeier? Nancy Faeser. Chaos im Innenministerium. Das Letzte. Beginnt Putin am Mittwoch den Krieg? Die Zerstörung Dresdens im Februar 1945 gilt als Symbol für die Luftangriffe der Alliierten während des Zweiten Weltkrieges. Wie viele Menschen damals an der Elbe starben, ist umstritten. Das Rote Kreuz ging 1948 von etwa 275.000 Opfern aus. Die Stadtverwaltung spricht heute von 25.000 Toten. Angaben, die jedoch immer wieder auf Kritik stoßen. Am Sonntag gedachten tausende Dresdner des Jahrestages, gestört von einem Aufmarsch der Antifa. Die Toten mahnen auch nach 77 Jahren. Tausende Menschen zogen auch in diesem Jahr am Mittag des 13. Februars in die Altstadt Dresdens, dort wo 1945 die meisten Bomben niedergingen. Der Feuersturm ist für die Dresdner und Teilnehmer des Trauerzuges aus allen Teilen Deutschlands unvergessen. Wir als nachfolgende Generation sehen es als unsere Verpflichtung, den Toten von Dresden und den zahlreichen anderen Städten zu gedenken. Das Gedenken ist geteilt, wie schon seit Jahren. Am Heidefriedhof, wo ein Teil der Opfer in Massengräbern liegt, beginnt das offizielle Gedenken. Doch viele Bürger zieht es zum Bahnhof Mitte, wo der lange in schwarz gekleidete Trauerzug beginnt. Deren Veranstalter erheben Vorwürfe gegen die Politik. In Dresden gibt es kaum Orte zum Gedenken. Die Zahlen der Opfer werden heruntergerechnet. Diese Bilder sorgen für Entsetzen bei vielen Bürgern. Aufmärsche der Antifa stören die Trauer um die Toten. Mit dabei ist auch Jürgen Kasek, bis 2018 Landesvorsitzender der Grünen. Die Gegendemonstranten werfen dem Gedenken vor, einen Opfermythos zu erzeugen und Hass zu verbreiten. Dabei sei es genau andersherum, meint diese Dresdnerin. Wie solche Subjekte, wie da hinter uns, die da fordern, Harris, do it again, oder die behaupten, die Toten von Dresden wären keine Opfer, sondern Täter. Doch aufhalten ließ der Trauerzug sich nicht. Dresden trägt seine Opfer im Herzen, auch nach 77 Jahren.